zeichne einen Strich. Okay. Ja, das ist ein richtig guter Strich. Fertig. Oh. Hey. Oh, hallo. Oh, guten Tag. Hallo schön. Ich glaube, ich brauche einen Namen. Oh, oh. Dieser Strich scheint irgendwie... Gib Ihrer Zeichnung einen Namen. Strichmann. Ich werde ihn nennen... wie soll ich ihn denn nennen? Strichzilla. So heißt mein Strich, den ich hier gezeichnet habe. So, ich heiße Strichzilla. Freut mich, dich kennenzulernen. Oh, okay. Es ist etwas einsam hier. Oh, oh. Ich habe eine Idee. Zeichne einen Freund für mich. Oh, okay. Ich nehme dann mal hier diesen, ich nehme mal hier einen Stift, diesen blauen da. Okay, und dann habe ich den genommen und guck jetzt mal, was passiert. Zeichne einen Freund. Okay, ich zeichne jetzt irgendwie mal einen guten alten Freund. Ich male hier so einmal ein Ohr hier, einmal ein Ohr da und dann hier ein Körper, dann hier ein Bein und hier ein Bein und einen netten Mund. So, nice. Vielleicht kann ich ihm sogar so, so Flügel zeichnen. Okay? Was? Freund! Das ist der Broski. Okay, der Broski, den zeichnen wir hier. So. Oh, yeah! Hi, ich bin Broski! Okay, let's go. Okay, Broski scheint tatsächlich auf Abenteuerreise gehen zu wollen. Oh ja, er springt komplett raus. Okay. Und da kommt jetzt Farbe auf ihn drauf. Nein! Oh, oh, Broski ist ganz schön sauer geworden. Oh nein! Was wird Strich jetzt nur tun? Strich, Zilla, Broski? Hey, Broski, wo bist du nur hin? Oh, oh, ich habe eine ganz schlechte Befürchtung. Aber ich glaube, Broski ist ganz schön böse geworden. Okay, Leute. Es geht also wahrscheinlich jetzt ums Eingemachte. Das ist mit das krasseste App-Game, was wir so gespielt haben. Aber Broski scheint hier in ein Buch hereinzuspringen. Und wir müssen wahrscheinlich hinterher, oder? Broski! Ich werde dich niemals einfach so alleine gehen lassen. Zeichne einen Stickman Epic 2. Oh, oh, okay, alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Ein Strich durch die Rechnung. Okay, Kapitel 1. Ein Strich durch die Rechnung. Okay, dann würde ich mal sagen, müssen wir hier wahrscheinlich unseren... Oh, wir spielen hier tatsächlich unseren orangenen Strich. Es ist einfach nur ein Strich, den wir hier spielen, okay? Was können wir hier machen? Hier sind Kakerlaken. Geht weg, ihr Kakerlaken! Und da ist ein Stift... Oh, ein grüner Stift mit einem Blatt drauf. Du hast deinen ersten Stift gefunden. Du kannst deinen Blattstift benutzen, um tote Bäume wiederzubeleben. Oh, okay. Das bedeutet, wir nehmen hier diesen Stift und dann zeichnen wir einen Baum und zack. Oh, hat dieser Baum auf einmal Blätter. Cool. Das heißt also, wir können jetzt einfach mit unserem Stift hier hingehen und dann einfach so ein paar Blätter hinmalen und zack. Leben diese Bäume wieder. Und man bemerkt, dass unten an den Füßen, beziehungsweise am Fuß des Bodens an der Erde, entsteht tatsächlich wieder was Gutes. Oh nein, das Gift. Oh, wow, wir sind einfach fast gestorben. What? Okay, man kann hier drinnen auch sterben in diesem Spiel. Ich habe oben links ein bisschen Leben gehabt. So, ich mache dem hier auch mal wieder ein bisschen was hin. Oh, das war jetzt nicht genug, okay. Ich muss wahrscheinlich richtig viele Blätter hinmalen. So, damit es auch ordentlich hebt. Oh, okay. Jetzt, wo ich jetzt da den Baum hingemacht habe, kann ich damit die bösen Sachen wegbringen. Das heißt also ordentlich den Baum groß machen, ne? Dann kriegen wir tatsächlich auch hier die ganze Guffe weg. Diese schwarze, komische, eklige Guffe. Und damit können wir mit unserem Stift, mit Strichzilla, diese wunderbare Gegend hier wiederbeleben. Uiuiui. Da sind aber noch ganz schön viele andere Bäume, die ganz schön viel Hilfe benötigen. Ich glaube, ich kann sogar alle Bäume gleichzeitig anmalen. Dadurch kann ich tatsächlich sogar multitasken. Fertig. Wow, krass. Okay, damit kommen wir jetzt auch weiter. Da haben wir hier nochmal ein paar Bäume, die man alle nochmal eigentlich wiederbeleben könnte. Oder wir gehen weiter nach unten. Oh, das sieht nicht so gut aus. Das sieht nach einem viel zu riesigen Monster aus für Strichzilla. Und vielleicht können wir aber hier neben ihm so einen Baum groß hinzeichnen. So einen riesigen Baum, okay? Riesengroß. Und dann, zack, greifen wir ihn an damit. Oh, nice.
Wir haben ihn tatsächlich jetzt verscheucht. Er ist weggegangen durch den riesen Baum, den wir da gezeichnet haben. Die Bäume scheinen tatsächlich die einzige Lösung zu sein, um hier weiterzukommen. Und da ist ein Mädel! Hallo! Oder ein Typ mit langen blonden Haaren? Ich kann es nicht ganz richtig einschätzen. Der Typ hat den Schlüssel in den Vulkan geschmissen, hat alles kaputt gemacht und noch mehr kaputt gemacht und noch mehr kaputt gemacht und danach hat er den Berg so geschmolzen und da so hat er die Höhle verschlossen. Oh, okay. Hilfe! Okay, okay, okay. Ich bemerke, hier scheint tatsächlich alles außer Rand und Band gegangen zu sein. Okay, der erzählt mir, dass der Typ hier alles kaputt gemacht hat. Der andere braucht ganz definitiv Hilfe. Oh nein! Ich muss jetzt hier einen Baum hinmalen, hier einen Baum hinmalen, da einen Baum hinmalen, da hinten einen Baum hinmalen und da nochmal einen. Juhu! Yeeha! Alle geholt! Danke! Okay. So, also ein weiteres Blatt ist tatsächlich wieder hinzugekommen und ein weiterer Baum sorgt dafür, dass alles in Ordnung ist. Okay, oh, wer bist du denn? Hallo? Oh, hallo. Oh Mann, hier sind ja doch mehr, als ich gedacht habe. Eine gesamte Stadt voller Menschen, die tatsächlich alle hier gemeinsam leben. Hiya, okay. Hier drüben. Oh, okay. Wir müssen hier wahrscheinlich das gesamte Dörfchen noch ein bisschen retten, ne? Da hat jemand aber ganz schön große Probleme. Also malen wir hier auch mal einen Baum hin, so. Der macht dir dann hier ein bisschen den Weg frei. Oh, jetzt kann er den Baum auch größer machen. Aha, das bedeutet also, damit haben wir ihn dann noch mal ein bisschen gerettet. Okay, das heißt also allgemein helfen die Bäume den Leuten hier ganz, ganz stark. Und diese Bäume sorgen dann auch dafür, dass dieser ganze Matsch weggeht. Ah, was ist jetzt los? Oh nein, dieses Riesenmonster kommt wieder. Und es wird gekämpft. Okay. So. Dann lass mal hier nochmal einen kleinen Baum hinzeichnen. Okay. Da ist Strichzilla auf jeden Fall ganz schön hart dran. Müssen hier aber nur an unseren riesengroßen Baum hingehen. Dann wird er den schon besiegen. Okay. Bei den Bäumen sind wir also sicher. Okay. Gut, dass die Frau sich ebenfalls nochmal versteckt hat. Sie hatte auch übrigens nochmal ein Herz. Sieht aus wie ein Herzcontainer. Danke, kein Problem, werter Mann. Hier haben wir einen Herzcontainer, glaube ich. Damit haben wir tatsächlich dann nicht mehr nur noch drei Herzen, sondern vier. Kennt man aus Zelda. Ähnliches Prinzip hier auch. Wir gehen mal weiter hoch und schauen mal, ob wir da oben vielleicht etwas Interessantes finden können. Oh, Papier. Das ist das Papier, was wir am Anfang gesehen haben. Wunderbar. Die zerrissene Seite, die tatsächlich aus dem Buch zerstört wurde, wurde damit jetzt wiedergefunden, ne? Und wir kommen dadurch in eine nächste Szenerie. Und zwar verschwindet die gesamte komische Guffe und es entsteht ein neuer Raum. Gehen wir mal hier rein. Was gibt uns dieses Buch? Dieses Buch geht da auf und wir können da drinnen etwas lesen. Wow! Okay, du hast das Skizzenbuch gefunden. Du kannst damit neue Strichmännchen zeichnen. Zeichne, blablabla, tippe eine Zeichnung an, um sie im Spiel zu benutzen. Während deiner Reise findest du neue Stifte, um neue Werkzeuge zu zeichnen. Du kannst dein Skizzenbuch jederzeit durch die entsprechende Schaltfläche aufrufen. Oh, da ist Strichzilla. Kann ich jetzt einen neuen Dings zeichnen? Oh, ich weiß, wen ich zeichne. Ich zeichne, warte mal. Ich gehe hier so ein bisschen im Kreis so ein bisschen. So, easy. Ja, so, vielleicht nochmal ein bisschen kleiner hier. Da müsst ihr gleich erkennen, wen ich da zeichne. Juhu! Es ist Dr. Auge! Dr. Auge! Oh yeah! So, mehr Farben haben wir noch nicht, aber... Das ist schon mal eine nice Geschichte. Dr. Auge! Nice! Oh yeah! So. Damit haben wir... Wow! Damit können wir jetzt einfach Dr. Auge spielen, oder wie? Aber wir gehen jetzt erstmal weiter in unserer Seite. Diese Seite scheint ganz schön zerrissen zu sein. Und wir können also hier Stufe 2 sehen. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Level. Und da... ist er sogar, der kleine Dr. Auge. So. Die Einöde. Okay. Also, der kleine Dr. Auge. Oh, er läuft sogar mit seinen Flügeln. Okay.
Gut, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, eigentlich muss man den fliegen lassen, aber er läuft. Wir können ja eigentlich erstmal einen anderen Charakter vielleicht machen, der vielleicht sogar läuft, damit es ein bisschen cooler aussieht. Also, das, meine werten Damen und Herren, ist der gute Alte. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn alle. Professor Nase. So, Professor Nase hat es jetzt auch geschafft in dieses Spiel. Und ich glaube... so cool aus. Ich wollte ihn... Oh, guck mal, er kann jetzt nämlich richtig laufen. Okay? Professor Nase ist besser für diesen Job gewappnet, solange Dr. Auge noch nicht fliegen kann. Deswegen spielen wir jetzt den Professor so lange, okay? Also, wir müssen jetzt hier eine Spitzhacke mitnehmen, die wir dann dementsprechend auch zeichnen müssen. Okay, zeichne eine Spitzhacke. So, mit Professor Nase wird es wahrscheinlich ganz cool werden, ne? Was wollen wir ihm denn geben für eine Spitzhacke? Wir könnten ihm eigentlich... Wollen wir ihm nicht vielleicht so eine Turbo-Spitzhacke 3000 machen? So irgendeine, die so einfach viel zu krass ist. So eine. So, dass es einfach überall so Hacken hat. Das ist so eine richtig krasse Spitzhacke. So. Oh yeah, wie so ein Hackebeil. Das ist dann der Spitzotlon. So, der Spitzotlon. So. Nice. Okay. Wow, sieht gar nicht mal so nice aus. Oh, Junge, aber egal. Wir gehen da jetzt dran und hauen jetzt diese ganzen Steine da weg. Wir können dann hier einfach mit unserer neuen Spitzhacke, mit Professor Nase, können wir jetzt tatsächlich diese wunderbaren Steine kaputt machen. Aber da oben scheint es ein Problem zu geben, weil ihre Spitzhacke ist nämlich leider kaputt gegangen. Also können wir ihr bestimmt eine neue zeichnen, oder? Können wir das? Ich glaube mal schon, oder? So, Spitzotlon, holen und zeichnen. Wie soll ich das denn machen? Ich würde dir doch gerne... Hier, nimm meine. Du kannst meine Spitzhacke nehmen. Oh, sie hat meine genommen. Okay. Alles klar. Sie, geht da jetzt weiter. Sie braucht eine zweite Spitzhacke. Ich muss jetzt wieder eine neue... Oh, ich habe jetzt auch wieder eine. Also, lass da zusammen dagegen hämmern. Wow! Krass, Mann. Wir haben das Ding hier aufgemacht. Und dann haben wir hier... Was ist das für ein Ding? Das ist wie ein kleiner Wolleknäuel. Er versteckt sich hinter Professor Nase. Du hast deinen ersten Farbenkumpel getroffen. Oh, sammle weitere Farbenkumpel, um dein Skizzenbuch mit Farben hinzuzufügen. Okay, das heißt also, desto mehr Farbenkumpel wir haben, desto mehr Farben bekommen wir. Cool. Na dann haben wir doch eigentlich schon mal eine kleine Bestimmung, die wir da angehen müssen. Wir können doch hier bestimmt noch weitere... Oh, was ist denn da? Da ist gerade jemand in die... Da ist gerade jemand herumgelaufen. Und hier ist ein komplett zerbrochenes Haus. Oh, Professor Nase, was tust du hier nur? Hä? Ich gründe bald einen Bauernhof. Okay, Kumpel, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück bei. So, hier ist auch ganz schön viel Öl und sowas. Und hier ist nochmal eine Dame, die Probleme hat, dieses Zahnrad da zu bekommen. Zahnrad! Ich muss ans Zahnrad! Und das Zahnrad kann ich dann mit verschiedenen Diamanten in einen Trank verwandeln. Und dieser Trank kann dann die... Ah, okay. Das heißt also, wir benötigen 4 solche Gems. Und wenn wir diese Gems gefunden haben, kann sie uns einen Trank machen. Mit diesem Trank können wir dann theoretisch die großen Felsen in Erdfelsen verwandeln. Okay. Da haben wir ein Puzzleteil gefunden. Vielleicht müssen wir das sammeln. Du kannst Puzzlefortschritte jederzeit im Levelauswahl sehen. Okay, ist nochmal was Spezielles vielleicht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den ganz besonderen Bereich suchen, wo wir diese Edelsteine finden können. Guck mal, da ist der erste. Hier, Mädel, nimm mit. Jawohl. Okay, den ersten haben wir schon mal. Gehen wir weiter mit Professor Nase und gucken mal, was da drunter ist. Jawohl, der nächste. Dann ist hier nochmal, TNT. Da muss auf jeden Fall Professor Nase mal draufdrücken. Ne? Und dann, das scheint noch nicht so ganz zu funktionieren. Sag mal, brauchen wir nicht vielleicht eine Schnur? So, würde das gehen? Nö, würde nicht gehen. Aber irgendwie muss ich das doch zeichnen. Okay, das, ich glaube, man kann das irgendwie zeichnen, aber ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, wie man das machen soll. Gibt es hier noch irgendwo... Oh, da ist nochmal ein grüner gewesen. So, es fehlt eigentlich nur noch ein viereckiger. Ist der letzte wahrscheinlich. So. Hier wahrscheinlich oben wird er dann sich verstecken müssen. Oh, da haben wir ein besonderes Loch gefunden. Und Professor Nase ist reingefallen. Okay. Alter, guck mal, da ist einfach Dr. Auge auf dem Schild da. Oh, ist das cool. Professor Nase! Du schaffst es! So, Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Vielleicht sollte ich den
nur so drücken. Mit einer Schaufel. Also böse Schaufelleute sind hier. Oh, das sind aber ganz schön böse Monster. Und da ist ein Lappen. Können wir den Lappen hier... Wir können den... Oh, 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 oh. Aua. Okay. Ah ja, guck mal. Hier können wir doch eigentlich ein Bäumchen hinzeichnen. Und dadurch bekommen wir Zugriff zu dieser Farbnuance. Zu unserem kleinen neuen Farbkumpel, den wir hier gefunden haben. So, der da ist natürlich ganz schön widerlich, der Kleine, ne? Aber man kann ja wahrscheinlich noch irgendwas machen, wenn man doch noch irgendwie eine Schaufel hätte oder so. Vielleicht. Guck mal, vielleicht muss ich ja auch einfach hier bei Dr. Auge, muss ich auf Dr. Auge vielleicht switchen. Guck mal, da steht jetzt Dr. Auge dran. Vielleicht ist Dr. Auge ja der Auserwählte. Nee. Nee, das stimmt nicht. Okay. Dr. Auge ist es nicht. Wir laufen mit Dr. Auge. Oh, guck mal, da dieses Dings hier. Da kann man ja sogar drüber laufen. Oha, ist das krass. Okay. Nicht übel. Okay, alles klar. Aber Dr. Auge kann hier leider auch nicht rüberfliegen. Also würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder zurück. Einfach mal das Ding hier wieder hochteleportieren. Alter, ist das abgefahren gemacht. Das Spiel ist richtig crazy. So, müssen uns vielleicht eher darauf konzentrieren, dass wir vielleicht hier wieder zurück switchen auf Professor Nase. Und dann vielleicht dieses Ding da nochmal hier abbauen. Zack, zack. Oh ja, da ist er sogar. Jawolski, folge mir. Na klar, gerne. So, sie muss jetzt irgendwie bei sich zu Hause, in ihrem Zuhause, irgendwas brauen. Und ich glaube, sie kommt da dann wieder raus mit einem besonderen Trank oder irgendwie sowas in die Richtung. Was das genau für ein Trank ist, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir gucken mal. Lass uns loslegen. Okay. Können wir dann vielleicht jetzt an diesen Stein da dran gehen und du machst es dann einfach? Ja! Sie tröpfelt da drauf und zack hat sie das alles in Steine umgewandelt. Und damit kommen wir jetzt weiter. Und zwar Richtung Zahnrad. Oh, sie hat es schon. Okay. Baut sie jetzt nochmal was Neues aus dem Zahnrad oder wie kann ich das verstehen? Danke! Oh, kein Problem. Okay. Gut, Professor Nase geht weiter. Er macht einfach nur seinen Job, okay? Der gute alte Professor Nase. Oh, okay, okay, okay. Oh, jojojojo. Das sind überall diese Monster, die uns gerade versuchen anzugreifen. Ich muss mal hier wieder einen kleinen Baum hinzeichnen, damit wir da wieder sicher sind. Aber es gibt hier böse Steine, die tatsächlich Bock haben, uns anzugreifen und die ganze Zeit zu killen. Dementsprechend müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich packe mal wieder meine Spitzhacke aus. Und wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Aber tatsächlich, also es gibt hier viele Steine, die man kaputt machen kann. Bin mir nur nicht ganz sicher. Oh, schnell hier durch. Okay, 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 okay. Oh, da ist jetzt nochmal so ein Riesenvieh. Okay, da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen weglaufen. So, einmal hier ein Bäumle hinzeichnen. Hier ein Bäumle hin, hier ein Bäumle hin, hier ein Bäumle hin. So viel wie geht einfach. So, damit schützen wir uns schon mal grob. Und dann kann ich hier durchgehen. Huiuiui, ich hatte gerade ein bisschen Angst vor den Monstern. Die greifen einen schon echt ordentlich an. Und hier können wir tatsächlich uns wieder durchgraben. Und haben dann sowas wie ein Checkpoint, glaube ich, gebaut, ne? So, und da ist nochmal das Papier. Klasse! Mehr epische Stifte. Die Vollversion für 3,09 Euro kaufen. Soll ich die Vollversion für 3,09 Euro kaufen, meine werten Damen und Herren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr eine weitere Folge sehen wollt. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.